Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir am Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet. Mittlerweile ist es ja Tradition bei mir am Kanal, Halloween-Kostüme auszupacken. Deswegen werden wir heute einen schönen, geilen XXL-Unboxing machen. Das Ding ist, wir wissen gar nicht, was da drin ist. Und ich hoffe, dass sie was für uns vorbereitet haben. Irgendwas Partner-Look-mäßiges. Aber das werden wir jetzt sehen. Jeder packt jetzt sein Paket aus. So sieht es aus, oder? Jeder hat so ein Riesenpaket. Wir haben schon aufgemacht. So, im ersten Paket ist drin Haus des Geldes, Freunde. Und nicht nur einmal, sondern zweimal. Zweimal? Ja. Dreimal, Leute? Mega! Oh! Ja, bei Casa de Papel, aber in LED-Form. Haben wir noch hier? Okay, das ist lustig. El Professor! Okay, das ist nur Pappe, Leute. Leider keine Maske. Tokio ist auch nur Papier. Das haben die denn da alles eingepackt? Und wir haben noch Nairobi! Und ganz viele Munition! Alter, was ist das denn? Was für eine Knarre ist das denn? Munitionsgürtel. Alter Schwede, geil. Das passt gut dazu. Und dann haben wir noch dreimal Knarren zum Aufblasen. Wie cool ist das denn? Das werden wir gleich alles anziehen, Leute. Knarren zum Aufblasen, what the fuck? Okay, das war mein Paket. Das hat auch immer gut zu mir gepasst. So, werden wir tatsächlich ein Paket aufmachen? Aufmachen. Oh, mal gespannt, was bei dir drin ist. Oh, das ist aber deutlich schwerer. Was ist denn da los? Moment, ich muss mich hinstellen. Moment. Oh, was ist das? Oh, das ist etwas größer. So. Was ist das? Das ist Midnight, der Dracula. Für dich, Schatz. Oh, Dracula. Richtig edel. Schön, richtig gut eingepackt, Leute. Dracula passt schon eher zu Halloween, finde ich. Ja, sehr schön. Fall. Okay. So mit Beißerchen und Blut. Na gut, was haben wir noch im Paket? Wisst ihr, was es ist? Coronavirus. Corona. Das ist wirklich... Hey, wenn du damit auf einer Party gehst, dann halten alle Abstand, auf jeden Fall. Wie geil ist das denn? Das kann man direkt anziehen. Das ist sehr gruselig. Warte, ich hab... Covid-19! Okay. Was ist das? Moment. Wow, das ist eine Halloween-Maske, leck mir mal. Auch noch speziell eingepackt, Schatz, da musst du gucken. Das ist irgendwas mit Technik wieder. Was? Echt? Handy? Ich mach das nochmal auf. Irgendwas kann die nämlich. Die Masken können wir auf jeden Fall aufmachen. Wir kriegen gleich noch eine Hand ab oder so. Yeah! Was ist denn hier? Ich bin ja mal gar nicht neugierig. Ah! Ah, warte mal, darf ich mal das anziehen? Seitdem ich es anziehe. Drückst du mit dem Kiefer? Aha, krass. Guck mal, und die Lefzen, seht ihr das? Die ziehen sich hoch. Aber das ist richtig anstrengend, weil der ist wirklich mit dem. Guck dir das mal an, wenn du es umdrehst. Die Lefzen ziehen sich hoch vorne. Sag mal. Hier oben. Ah. Wie geil ist das denn? So, kommen wir zu der nächsten Maske. Was ist das? Irgendwas Gesichtsloses. Gesichtsloses? Eine Maske, ohne Mund und Nase. Okay, zieh ich direkt an. Also hier scheint alles voller Maske. Ist das so eine Art Alien-Maske? Oh Gott. Ja. Ja. Also wenn wir heute Abend nicht gut schlafen, wissen wir warum. Ich guck schon gar nicht hin. Das ist auch, kannst du nicht sehen. Alter, das sieht ja richtig cool aus, oder? Das ist, ich kann es nicht genau sehen, aber es sieht schon... Hi, ich bin's, das schlimmste Alter. Kommen wir doch zur nächsten Maske. Die muss er auch an. Ich dachte, das ist eine Perücke, ist keine Maske. Nein, das ist, ist eine Maske. Ist mit Maske? Mit Stoff und Maske. Das ist nur für dich. Ich weiß nicht, sieht das aus wie so ein... Das sieht lustig aus. Also ohne das Netz wäre das schon... Ist das Netz? Ist das ein Netz? Ja, hier ist ein Netz drüber, ein Haarnetz. Ja, dann mach doch weg. Ja, lass doch mal los. Ah. Dann hättest du jetzt auch ganz lange Haare. Ah, oh, okay. Oh, Bülent Ceylan. Seht ihr das? Die Ähnlichkeit? Ja! Okay, jetzt wissen wir, wofür das gut ist. Hat auf jeden Fall irgendwas Gewisses. Ich habe auf jeden Fall alles nass gemacht, du Erfahrer. Ja, ich möchte nicht mehr haben. Die nächste Maske. Oh. Die ist lustig. Was ist das denn? Die ist voll lustig. Die hat wie so ein Kartoffelsack. Wie sieht's aus? Okay, wenn du sie anhast, ist es nicht mehr so süß. Nein. Also irgendwie nicht mehr. Nein. Hallo. Komm mal, als nächstes. Ein Einhorn! Ein Einhorn! Ein blutiges Einhorn, schaut mal da. Das passt zu dir, ja! Da hast du was für Butter? Ja, das passt zu dir, gut, da hängst. Wir haben auch immer einige Sachen. Mal keine Masken. Keine Masken? Guck mal hier für dein Vampirkostüm. Schmeckt auf jeden Fall voll ekelhaft. Und du hast hier schiefe Zähne. Hallo! Also, das trägt sich nicht angenehm, außerdem schmeckt das nicht so gut. Das ist alles für euch. Das heißt, ihr kriegt noch hier einmal ein sexy Kostüm hier, einmal.
Für die Ladies hier, was ist das für ein Kostüm? Wie heißt das? Ich sehe das nicht. Das ist Vampirin. Eine Vampirfrau. Und einmal Rotkäppchen. So, Karton ist leer. Ja. Jetzt kommen wir zu dem letzten Karton. Mhm. Und dann können wir schon anfangen, alles anzuziehen. Zumindest die großen Kostüme. Ja. Als nächstes ist jetzt meins dran. Da haben wir zwei Baseballschläger von Harlequin. Ah, das ist voll geil. Ja. Moment, Moment, Moment. Hey, das was denn? Das war unser Partner. Ja. Eigentlich ist das gut für uns gedacht. Hier so. So, dann haben wir hier zwei Krankenschwester-Outfits. Das habe ich bestellt. So, und dann haben wir noch einen Zombie-Doktor. Ah, der müsste den Krankenschwester passen. Passend zu dem Krankenschwester-Kostüm. Dann haben wir hier drei Harlequin-Kostüme, drei unterschiedliche. Einmal mit einer Hose, eins mit kurzer Hose. Die sehen alle cool aus. So. Und eins mit Röckchen. Oh. Und natürlich haben wir die passenden Perücken dazu. Und natürlich die Baseballschläger waren dafür da, ne? Um nicht zu verbrühen, sondern für das Outfit, ne? Ach, schade. Okay, jetzt haben wir alles ausgepackt und jetzt ziehen wir irgendwas an von den ganzen Sachen. So, Leute, die ersten Outfits sind fertig. Tada! Hallo! Einmal Röckchen. Und einmal... Was ist das? Ich bin doch deine Braut. Vampirin! Vampirfrau! Was ich nicht so gut finde an meinem Outfit ist tatsächlich, ich habe einfach keine Hose. Deswegen hat einfach keine Hose dabei. Dass die keine Schuhe dabei haben, ist klar, aber dass keine Hose dabei ist, finde ich ein bisschen schade, weil dann musst du selber eine Hose besorgen. So, bei deinem Outfit sieht das super sexy aus, ne? Ja, das Kleid ist dabei, der Umhang zu Rotkäppchen, ist alles super. Schuhe könnt ihr euch selber besorgen, am besten sowas in der Richtung. Bei der Vampirfrau ist auch der Umhang dabei. Aber rechnet auf jeden Fall ein bisschen eine gewisse Zeit hier, wegen dem hier. Das muss ich alle selber machen. Das passt auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall sehr rot. Also das ist auf jeden Fall schon mehr Halloween, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen es natürlich nur noch schminken. Schön. Halloween-mäßig, dann ist es fertig, ne? Nice. Okay, ich würde sagen, jetzt ziehen wir das nächste an, oder? Ach so, Leute, ich lasse die Ladies zwei verschwinden. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt in der Magic Show. So Leute, wir sind jetzt Haus des Geldes. So sehen die Kostüme aus. Was lustigerweise ist, die Masken sehen irgendwie ein bisschen anders aus. Komm mal ein bisschen näher. Komm mal alle ein bisschen näher. Guck mal. Siehst du das? Guck mal, meiner ist ein bisschen schmaler und deiner ist ein bisschen breiter. Woran liegt das denn? Und ich habe das Gefühl, ich schiele. Guck mal an. Ja. Man sieht gar nicht, dass ich lache. Guck mal, die Waffen. Der Munitionsflotte. Was wir noch gucken können, ist die andere Maske, wo es schön leuchtet. Das müssen wir einfach mal testen. Guck mal. Die andere Maske, die leuchtet. Die hat hier einen kleinen Knopf, da könnt ihr draufklicken. Zack. Ihr seht, es ist jetzt an, aber in der Helligkeit sieht man gar nichts. Jetzt schalten wir das Licht aus. So, das ist jetzt ein bisschen ausgeschaltet. Das sieht schon besser aus. Und jetzt machen wir das Licht komplett aus. Boom. Das sieht cool aus, oder? Wer ist das? Nairobi und Tokio. Hallo. Professor haben wir noch hier. Müssen die Augen rausstechen. Jetzt bin ich El Professor. So Leute, kommen wir wieder zum nächsten Outfit. Zu den sexy Arts und zu den netten Krankenschwestern. Ihr wisst ganz genau, was gleich läuft, oder? Lass mal kurz fühlen den Puls. Fühlt man überhaupt hier den Puls? Ich habe nämlich meinen Doktortitel irgendwo in Mexiko geholt. Wie fühlt ihr euch in euren sexy Krankenschwesterkostüm? Ich muss sagen, es fühlt sich gut an. Sehr wohl. Es ist nicht zu kurz. Genau. Also wir können es auch präsentieren, keine Sorge. Ja, und für Halloween brauchen wir halt noch mehr Schminke. Das ist ja das Ding, ja. Für Halloween braucht man halt immer blutige Schminke. Dafür haben wir ja das Blut da. Genau, ne? Dafür haben wir das Blut hier auch. Weiß schminken mit Blut. Da haben wir das Blut hier. Zack. Und mit dem Blut kann man natürlich auch schön unsere Gesichter schminken. Jamal. Dann sieht das ein bisschen Halloweeniger aus. Ja. Aber sonst kann man das ja auch Karneval anziehen. Ne? Ja. Leute, wir haben nicht nur einen Krankenschwesterkostüm, sogar wir haben direkt zwei. Aber das ist ein bisschen für die Lack- und Lederfraktion hier, ne? Einmal drehen, Ladies, come on. Das ist natürlich nur für Halloween. Was denkt ihr denn, Leute? Was Klar, denkt ihr denn nur? So, Leute, kommen wir mal zu den drei besten Harlequin-Outfits, die ich ebenfalls angezogen habe. Look at this, huh? Ich finde, dass definitiv mein Outfit mir am besten steht. Das sieht definitiv viel besser aus als bei euch. Das glaube ich. Okay, aber guck mal, ich kann trotzdem damit. Welcher Outfit gefällt euch am besten? Ja gut, bei mir kann man es natürlich beurteilen, ne? Aber ich glaube, dieses Lederding gefällt mir am besten.
ist kein Leder, ne? Was ist das? Das ist so. Das ist Stoff. Ich weiß nicht. Das ist Stoff. Es sieht aus wie Leder, ist aber kein Leder. Es hat auf jeden Fall was. Stoff. Ja, finde ich auch. Der sieht aus wie ein Rock. Der sieht aus wie ein Rock, ist aber keiner. Ist eine Hose, sehr schön. Und bei mir ist einfach luftig. Ich habe Socke in der Socke drin. Die haben die ausgezogen. Einfach richtiger Deutscher. Du trägst Socken in Sandalen, ich trage Socken in Strumpfen. So Leute, ich glaube, wir haben jetzt fast alle Outfits ausprobiert. Wie fandet ihr das? Ich hoffe, ihr fandet das gut. So Leute, für die Leute, die es bis hierhin geschafft haben, gibt es natürlich einen 100-Euro-Gutschein für jeweils drei Leute von euch. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, schreibt Hashtag Halloween in die Kommentare und warum ihr unbedingt so ein Kostüm gewinnen wollt und welches ihr unbedingt gewinnen wollt. Das findet ihr einfach unten in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal draufklicken, dann kommt ihr sofort zu der Horrorklinik. Dort sucht euch einen aus und schreibt einen schönen Kommentar mit Hashtag Halloween. Ich wünsche euch dabei viel Glück. Der Gewinner wird nach einer Woche ausgelost. Also drei Gewinner natürlich. So Leute, ich würde sagen, das war dieses wunderbare XXL Halloween Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Würde mich mega freuen. Auf diese Seite kommt es zu weiteren lustigen Videos bei mir auf dem Kanal. Links und rechts findet ihr alle Social Medias, auf denen ich vertreten bin. Und direkt unter mir kann mich kosten, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. So Leute, wir gehen jetzt ein bisschen Spaß haben mit dem Kostüm. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also dann Leute, bis dahin. Ciao.